So, und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch auf jeden Fall vorher an, damit ihr überhaupt versteht, wo wir jetzt hier gelandet sind. Und wir gehen jetzt natürlich hier weiter und werden ganz souverän, so wie wir bei Outlast schon die ganze Zeit spielen. Hier weiter, ja. Forum gehen. Oh, das heißt nicht Judith. Das heißt nichts Judith. Ob das jetzt so clever war, hier lang zu gehen, weiß ich noch nicht, weil ich sehe nichts. Okay, hier ist die Wand zu Ende. Wir sind auch die ganze Zeit im Sprintmodus, damit wir hier überhaupt was sehen können. Oh Gott, das ist doch hier alles viel zu groß. Das ist doch alles hier viel zu groß und für mich unübersichtlich. Ich bin hier ganz schnell lost und ganz schnell, ja. Wo muss ich denn lang? Die Melodie hilft mir jetzt auch nicht so viel weiter. Okay, jetzt sind wir hier. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen oder was ist los? Oh nee. Oh nee. Hier passiert doch gleich was. Hallo? Oh, meine Batterie geht schon wieder zu Ende. Scheiß Batterie, scheiß Batterie, scheiß Batterie, scheiß Batterie. Sind wir nicht von da gekommen? Ja, von da sind wir gekommen. Ah, super. Das bringt mich jetzt gar nicht weiter. Oh, meine Batterie ist tot. Schnell Batterie wechseln. Oh, wo muss ich denn hin? Spiel! Hilf mir doch! Hä? Boah, ich bin völlig verwirrt. Ist da ein Ausgang? Oh, hier gibt's eine Treppe hoch. Oh, geil, Treppe. Warum habe ich die vorher nicht schon gesehen? Oder was? Spring! Nein! Warum bist du denn nicht gesprungen, du Blödkopf? Oh nein, da ist der Fetzer. Oh, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam für den Fetzer. Ja, und tot ist er. Oh, ich hätte es so fast geschafft. Ich muss die Treppe hoch, muss dann rüberspringen an die andere Treppe ran. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man weiß, wo man hin muss. So, jetzt Kamera rausholen, Nachtsichtgerät ein und gib ihm. Aufstehen, geradeaus zu, da gibt es irgendwo eine Treppe. Hier gibt es irgendwo... da ist auch der Fettsack. Hallo! Ja, genau. Lass mich doch in Ruhe. Okay. Das war jetzt nicht clever. Gut. Geradeaus durchlaufen? Schlechte Idee. Jetzt ist die Frage, machen wir das jetzt wieder so wie in davor? Davor sind wir ganz links an der Seite lang gelaufen. Und er hat uns nicht gesehen. Aber wir haben ihn ja auch nicht gesehen. Weil in der Mitte scheint ja... Okay. Komm, wir probieren es nochmal. Wir probieren es jetzt nochmal mit... Links lang. Links lang und wir schleichen uns links lang. Weil wir wissen, der Dicke kommt von da vorne. Also bleiben wir ganz links. Damit er uns eventuell nicht gleich sieht.
Da wird ja ungefähr die Treppe sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich höre ihn. Wo ist diese scheiß Treppe? Treppe. Ich würde fast behaupten, da ist der Ausgang. Und da in der Nähe ist auch der Fettsack. Ich bin gar nicht aufgeregt. Ich bin gar nicht aufgeregt. Na, 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 na. Okay, da ist der Ausgang. Hier ist die Treppe. Komm, 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 komm. Schnell die Treppe jetzt hier hoch. Nein. Run, Boy, run. Oh, das hat diesmal geklappt. Ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Folgt er uns? Kommt er hier hoch? Nee, ne? Wer kommt jetzt nicht hier hoch? Okay, Mail Watch. Was ist denn mit dir verkehrt? Warum kommst du denn auf mich zugerannt? Was willst denn du hier? Lass mich doch in Ruhe. Huh? Was ist denn mit ihm verkehrt? Hallo? Hallo? Mister? Wo ist er hin? Okay, da liegt einer. Und da ist einer. Können wir uns einfach an den hier vorbeischleichen? Okay. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh nee. Oh nee. Okay. Jetzt sind wir schon wieder in der Kanalisation. Warum sind wir denn andauernd in diesem... Warum rennt er weg? Hallo? Möchtest du mir den Ausgang zeigen? Ich würde mich darüber freuen. Okay, hier geht's lang. Hier geht's wieder nach oben. Hä, hey, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Erspeichert? Okay. Neues Ziel, erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Oh nee. Oh, das ist doch... Gibt's hier noch was zu erkunden? Hallo? Ja. Ein Leichenberg. Ein Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Wer geht denn bitte freiwillig durch diesen Raum? Also ich? Definitiv nicht. Wobei, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen den beiden Leuten oder die beiden Zwillinge, die mich da suchen, und dem Fettsack, glaube ich, würde ich jetzt doch den Raum vorziehen. Bin ich ganz ehrlich, so wie es ist. Aber wir gehen jetzt erstmal nach oben und gucken über, dass wir hier rauskommen. Gibt es... Oh, guck mal hier. Hier gibt es einen Geheimversteck.
Geheim Versteck jetzt nicht, aber es ist wahrscheinlich der Gang, den wir gehen müssen, um hier hinzukommen. Da sind Fußabdrücke, blutige Fußabdrücke. Und da ist ein Typ. Och nö. Na gut, er hat eine Zwangsjacke an. Das heißt, der kann uns eigentlich nichts. Eigentlich. Wo ist meine Batterie? Warum ist das Licht ausgegangen? Hallo? Okay. Hier ist dunkel. Hier ist ja richtig dunkel. Gibt's hier noch irgendwie Batterien? Ich brauche Batterien. Bitte geben Sie mir Batterien. Kleister. Batterien gehen schon wieder in Ende. Ist er hier schon wieder? Ach, hier geht's auch nochmal nach oben. Oh nee. Oh nee. Okay, wir tauschen jetzt erstmal die Batterie. Jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal hoch oder gehen wir erstmal hier hinten lang? Okay, wir gehen erstmal hoch. Ist ja okay. Ist ja okay. Hallo. Wir gehen erstmal nach oben. Ja, wunderbar. Toll, dass wir hier nach oben gegangen sind. Da ist eine Tür. Die wir nicht aufkriegen. Ja, das ist toll. Oh, wir werden da jetzt wieder verfolgt. Ich höre es doch schon wieder. Irgendeiner ist doch geil auf uns. Nö, Tür zu. Danke. Oh nein, ich muss da rein. Oh nein. Er hat aufgehört zu klopfen. Gibt es denn hier irgendwo ein Versteck, wo ich mich hinlegen könnte? Oh, als ob ich jetzt das Ding jetzt da wegschiebe. Also jeder Normale würde jetzt eigentlich das Ding da nicht wegschieben. Aber wir als Enthüllungsjournalist, selbstverständlich. Jetzt gehen wir dem Klopfen natürlich nochmal nach. Und sehen, da ist niemand. Okay, hier geht's nochmal in den Tunnel. Hier geht's nochmal durch zwei Türen durch. Hallo? Gut, die Tür ist abgeschlossen. Und abgeschlossen. Okay. Bin ich jetzt auch gar nicht so traurig drüber, dass die abgeschlossen sind. Aber, dann gehen wir mal hier lang kriechen. Das sieht doch toll aus. Das sieht doch ganz schnucklig hier aus. Oh, Batterie. Gib mir die Batterie. Oh, geil, danke. Okay, ich geb... Was stöhnen die denn alle hier so rum? Okay, 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 okay. Oh, das Spiel ist nichts für mich. Ich merke das immer mehr. Ich darf hier nicht schlafen. Warte auf mich. Was? Nein. Ich will weg hier. Warte, Licht an. Komme ich dahin, wo der Typ sitzt. Ja, ist okay, beruhigen Sie sich.
Oh, nein, 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 aua, der tat weh. Der tat auch weh. Lass mich durch. Wo kommt die denn alle her? Ich bin tot, oder was? Ja. Wo sind die alle hergekommen? Ja, jetzt fängt's auch gleich wieder hier an. Das ist doch mal scheiße. Okay, damit habe ich mir Zeit gesaved. Mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Nein, 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 eine andere Tür. Lass mich in Ruhe. Hä? Nein, da komme ich auch nicht durch. War jetzt keine Glanzleistung von mir, in den Abgrund zu springen. Oh nein! Oh. Okay, Freunde. Ist zwar eine etwas kürzere Folge, sind heute nur 20 Minuten, aber das ist mir gerade zu intensiv, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und werde dementsprechend jetzt für heute die Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir hier wieder starten. Und ich hoffe, ihr hattet bis dahin erstmal Spaß. Ob wir es schaffen oder nicht, werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.